Astrowetter-Tagesorakel mit dem Tarot vom 13. April 2016. Nach den letzten beiden Tagen mit seinen energetischen Spannungen wäre es nicht ungewöhnlich, wenn wir heute leicht aggressiv und kratzbürstig sofort in Verteidigungsposition gingen, wann immer uns etwas herausfordert. Denn unser Astrowetter mit seinen Energien, welche von außen auf unser Leben einwirken, trägt weiterhin dazu bei, dass wir einerseits eine große innere Stärke empfinden, aber andererseits auch Streitlust und Kampfbereitschaft entfalten können. Tatsächlich sogar dann, wenn wir eigentlich eher ein kleines Kätzchen sind als der starke große Löwe. Nun gut, die heutigen energetischen Schwingungen können uns den letzten Push Selbstbewusstsein und Mut geben, den wir vielleicht benötigen, um neue Wege zu gehen. Ebenso sorgt die derzeitige Astrowetterkonstellation nicht selten dafür, uns daran zu erinnern, dass wir noch irgendwo Kraft- und Stärkeressourcen in uns haben, die wir nur zu mobilisieren brauchen, um mit allerletzter Anstrengung den Platz im Leben doch noch einzunehmen, der für uns das große Glück bedeutet. Diejenigen unter uns, die noch auf Freiers Füßen unterwegs den Partner fürs Leben suchen, können gerade heute die besondere energetische Unterstützung nutzen, um unter die Leute zu gehen. Einerseits kann das Feuer des heutigen Tages sicherlich unsere Arroganz ungesund fördern, aber vielmehr fördert dieses Feuer unsere Ausstrahlung und unseren Sexappeal, sodass nicht selten die Funken fliegen. Sollten Sie gerade heute das Gefühl haben, Bäume ausreißen zu können und tatsächlich eine Idee haben, das Unmögliche möglich machen zu können, dann fragen Sie nicht lange, sondern fangen Sie an. Ob es nun die große Liebe ist, die Ihnen fehlt, oder ob Sie Kraft benötigen bei Streit oder Konkurrenzkampf, ob Ihre Vitalität neuen Schub benötigt oder gar neue Hoffnung. Heute haben Sie, begünstigt von diesen äußeren Energien, die Chance, wie eine Löwin für sich selbst, für ihr Leben und ihre Lieben zu kämpfen. Diejenigen unter uns, welche sich heute kraftlos fühlen und klein wie eine graue Maus vorkommen, können die besondere energetische Spannung dazu nutzen, zu regenerieren und aufzutanken. Am besten schaut man sich ein Raubkatzenfoto an oder versucht sich in einer Meditation mit Sonnenenergie. Packen Sie es an, wenn Sie sonst keine Kraft haben. Heute ist sie da.